Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage. Okay, ich gehe mal gerade hier nochmal zurück. Genau, ich habe den Eindruck, ich habe hier noch nicht so ganz gut gelootet. Haben wir eigentlich in der, warte mal, hier ist ja auch noch Zeug. Na gut, das ist nichts, was wir benutzen können. Ich komme doch wieder in die Todeskammer, oder? Ja. Vielleicht sollte ich hier nochmal ein bisschen nach Easter Eggs oder so gucken. Denen geht es nicht mehr so gut. Habe ich den Eindruck. Da sieht ja so ein bisschen aus wie das Icon of Sin. So, sonst noch irgendwas da? Aber war hier nicht irgendwo... Hier war doch irgendwo ein Easter Egg. Hier irgendwas? Ah ja. Hey, Wolfenstein. Ist aber nur der eine Raum, oder? Ja. Der Wolfskelch. So, sehr cool. Soll ich vielleicht noch mal ein bisschen eher drauf achten? Oder vielleicht mache ich mir für die Easter Eggs einen Guide auf, dass ich die nicht verpasse. Ich frage mich, ob wir die Dinger abschießen können. Aber wo, wir haben Pistolenmunition. Wir haben sogar relativ viel Pistolenmunition. Ein paar Bandagen. Sonst ist hier aber, glaube ich, erstmal nichts Interessantes, so wie es aussieht. Na gut, dann gehen wir weiter. Achso, warte mal, kann ich vielleicht ein bisschen Inventar? So, das wäre einfach die normale Munition, die wir dafür haben. Das sind die Statistiken. Okay, passt. Ah, Gegner. Der ist da drüben. Danke für euer Zeug. Da war aber jemand sehr forsch. Ich sehe ihn. Na du? Blinkt da hinten was oder täusche ich mich? Ich glaube, ich täusche mich. Schickt Hilfe! Okay, da ist ein bisschen was los. Oh mein, eine Waffe. Ich blute. Ich glaube, ich auch. Ich seh... Oh. Ach, das tut weh. Meinst du? Bist du gerade verreckt? Scheint so. Okay, wir können die jetzt scheinbar auch bluten lassen. Gut zu wissen. Und da hat auch mal einer Munition gehabt. Na gut, der hat ja auch eine Schusswaffe. Cola Kong. Hey, Neptune.
Mighty Refreshing. War da was im Klo? Ich dachte gerade. So, hallo Nachschub. Schön, dass du da bist. Ich frage mich auch, was wir mit den Büchern sollen. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier so viele Leute lesen können. Ah, so können wir uns vielleicht anschleichen. Mir fehlt immer noch die Möglichkeit rauszufinden, was das mit dem Schleichen bringt. Beziehungsweise ob man da irgendwie hinterhältige Angriffe machen kann. Aber vielleicht kommt das noch. Das bringt jetzt nicht allzu viel. Gute Nacht da unten. Haben wir schon mal ein paar Gegner weniger. So, was haben wir denn da? Oh ja. Wo sind die anderen? Da ist er! Granate! In Deckung! Nein! Ich bin am Arsch! So, du bist schon mal angesäuselt. So, ihr wollt doch bestimmt auch gerade ein paar Granaten, oder? Achtung, er kommt von der Seite. Aufpassen. Ah, jetzt habe ich die Wingsticks. Okay, cool. Ah, Mist. Das war's dann mit dem. Hat jemand sein Wechselgeld da drin liegen lassen? Ah, dumm gelaufen, Kollege. Dumm gelaufen. Okay, da komme ich aber auch nicht rüber. Soll wohl nicht so sein. Alles klar, gebt mir noch gerade euer Geld, bitte. Gebt mir all euer Geld. Und dann geht's da runter. Wie es aussieht, kann ich vorher mich nochmal hier umschauen, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Sieht aber nicht so aus. Na dann, ab nach unten. Wir sind ein Ghostbuster. Gut, da scheint es weiterzugehen. Du hast leider nichts für uns. Gibt es denn hier noch irgendwas Interessantes? Ja, das war echt interessant. Erinnert mich jetzt hier so ein bisschen an eine Mischung aus Fallout und, also Fallout 3 und Spec Ops The Line vom Setting. Ah, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Interessant. Gut, heißt es, wir haben alle Gegner erledigt. Genau. Kehre zu Dan zurück.
So, die Sache mit dem Schloss, na gut, kommt wahrscheinlich später. Na dann, bin ich mal gespannt. So, interessanterweise nimmt OBS die Ladebildschirme nicht mit auf, aber so wichtig ist das jetzt auch nicht. Ja, ich glaube, hier ist nichts mehr. Was uns sonst noch was bringen wird. Ach, der Wagen ist jetzt auch weg. Oder können wir das jetzt starten? Scheinbar. Nee, müssen wir... Okay, wir müssen es wohl erst noch angehen. Hm. Nett, nett. Na gut, fahren wir nochmal zurück. Dann haben wir zumindest seinen ersten Auftrag schon mal abgegeben. Richtig erfolgreich. Aber hey, ist ja quasi die Tutorial-Mission gewesen, von daher passt das. Die Banditen sind ja glücklicherweise auch weg. Dürfen wir jetzt ja auch mehr oder weniger erledigt haben. Ups. Das Ding, ja gut, es kann kaputt gehen, sehe ich gerade. Ich will mal gerade, genau, hier unten reinschauen. Hey, Partner, Lust, dir meine Waren anzusehen? Das war Sinn der Sache. Kann ich dir vielleicht helfen? Da wir jetzt ja Geld haben, oh, neue Knarre, werde ich mir, glaube ich, mal auf jeden Fall das Zielfernrohr holen. Dankeschön. Dafür reicht's Geld da noch nicht. Munition, Komponenten, Ausrüstung. Was kann ich denn verkaufen? Das wäre alles an Ausrüstung, Munition. Okay. Katzfutter ist ein Delikatesse im Ödland. Ja, ja, das kennt man ja. Sieht nach deutscher Wertarbeit aus. Ja, ja. Wolfenstein halt. Der bringt ja schon mal einiges an Geld. Verschiedene Objekte. Zack, das wäre Schrott. Leere Bier- und Weinflaschen. Das kann man wahrscheinlich noch gebrauchen. Ein paar Bücher. Keiner liest sie, aber sie eignet sich best vorher machen. Naja, das deswegen, das dachte ich halt. Ein paar Stofflappen. Jetzt haben wir aber halt genug, dass wir uns die neue Knarre kaufen können, ne? Ne, immer noch nicht. Verdammt. Reicht nicht ganz. Wir sehen uns. Danke. Aber vielleicht kriegen wir jetzt ja Geld. Ne, wir kriegen eine Rüstung als Belohnung. Hätte ja auch sein können. So, parken wir mal ein. Na? Sehr gut, das lässt uns alle ruhiger schlafen. Du hast dir unseren Dank verdient und die versprochene Rüstung. Aber wie du siehst, gibt es neue Probleme. Als du weg warst, wurde die Siedlung angegriffen. Von einem Haufen Banditen, die wir noch nie gesehen haben. Haben nichts gestohlen. Ging ihnen nur ums Töten. Wir haben viele Verwundete und brauchen dringend Medikamente. Ich muss dich schon wieder um Hilfe bitten. Gleich hinter den Hügeln auf der anderen Seite des Weges findest du eine weitere Siedlung. Ziemliche Eigenbrötler, aber trotzdem Freunde. Und sie haben, was wir brauchen. Bring diesen Brief zu Richter. Er kann helfen. Wenn du mir noch einmal hilfst,
bekommst du von unserem Mechaniker einen eigenen Buggy. Wie sieht's aus? Oh, das klingt auch gut. Die Banditen haben die Siedlung überfallen und wir brauchen wieder deine Hilfe. Wir konnten sie abwehren und Gott sei Dank ist niemand umgekommen. Aber wir brauchen dringend Medikamente. Du musst nach Westen zur Outrigger-Siedlung fahren und den Brief an Anführer Richter übergeben. Er kann helfen. Wenn du mit den Medikamenten zurückkommst, macht dir unser Mechaniker einen Buggy fertig. Danke. Brich aber erst auf, wenn du alles dabei hast. Munition, Wingsticks. Fehlt was? Frag Herleck. Er ist gleich unter dem alten Schild da draußen. Jo. Da war ich ja schon. Kann ich mir eigentlich noch irgendwas mitnehmen? Bitte beeil dich mit der Ausrüstung. Danke. Mhm. Kann ich das Funkgerät hier auch mitnehmen? Ah ne, das war, glaube ich, einfach Schrott. Dann lass dir noch ein bisschen deine Musik. Vielleicht hilft es ja bei der Genesung. So, ich denke eine Runde Wingstick werfen. Fällt dann auch erstmal flach. Da kommen wir leider nicht rein. Da ist auch noch zu soweit. Verdammte Banditen. Wir wurden angegriffen, als du weg warst. Konnten sie zwar zurückschlagen, aber es ist trotzdem viel kaputt. Hm. Echt blöd gelaufen. Sag mal, ist in der Garage? Obwohl, oder? Es bietet sich doch eigentlich an, hier noch irgendwelche Sachen zu verstecken. Hm, scheinbar nicht. Okay. Dieser Geld haben wir, glaube ich, jetzt kein neues gekriegt. Medikamente. Crafting geht noch nicht. Doch, wir haben Geld. Okay, dann hätte ich gerne die neue Knarre. Hey, Kumpel. Willst du dir mein Zeug ansehen? Jo. Was darf's denn sein, Kumpel? Ich hätte gerne das Sturmgewehr. Die geballte Mannstoppwirkung eines Sturmgewehrs kombiniert mit einer rustikal anmutenden Holzmaserung. Danke. Dann mal hoffentlich bis bald. Hoffe ich auch. So, leckere Stahlmunition. Ich glaube, da hätte ich dann ganz gerne das Zielfernrohr drauf. Geht das? Kann ich mir das drauf packen? Hm. Wohl noch nicht. Okay, so kann ich die Sachen dann, glaube ich, auswählen. In Ordnung. Hm. Ja, Wingsticks. Oder kriegen wir Wingsticks, wenn wir die Dings nochmal machen? Ah, komm. Brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Vier Stück haben wir noch. Wer weiß, wie wir da eh, ob wir da noch großartig schleichen können. Fahren wir mal los. Habe ich die Rüstung eigentlich angelegt? Was haben wir denn da? Dreimal besessen. Ah, genau, die Archenrüstung an. In Ordnung. Gut zu wissen. Na, wie gesagt, ich schaue mir das alles mal noch in Ruhe an. Bisher ist es ja noch einigermaßen verständlich. Außer mit den Nahkampfkills. Na, vielleicht kommt das auch noch irgendwann. So, legen wir mal los. Mal gucken, was ihr dann für uns habt. Wie rund das alles läuft.
Ja, da wäre dann auch noch so eine Dings. Einmal die Liste abgeben. Na gut, habt ihr noch irgendwas Tolles da? Der Herr Janus. Suchst du Richter? Er ist da oben. Naja, danke. Die Synchronsprache kennt man ja auch. Hab zu tun, Kollege. Wenn du was brauchst, versuch's später nochmal. Vielleicht kann ich helfen. Mhm. Okidoki. Wenn du was Geschäftliches besprechen willst, geh zu Richter. Er hat dir das Sagen. Alles klar. Brauchst du was, Fremder? Da ist also Richter. Cool, cool. Dann erzähl doch mal. Dan hat sich also wieder mal Ärger aufgehalst. Tja, die Liste muss Janus sich mal ansehen. Geh schon. Sie ist da oben. Gib ihr die Nachricht. Aber danach komm gleich zurück. Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Cool. Das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Ah ja. Du musst einer von Dans neuen Jungs sein. Was brauchst du denn? Medikament auf jeden Fall mal. Einiges davon muss ich erst besorgen, aber du weißt ja, wie es hier läuft. Eine Hand wäscht die andere. Okay? Seit ein paar Tagen ist Juno spurlos verschwunden. Einer unserer Jungs. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. Wie wär's, wenn du dich nach ihm umsiehst, während ich dein Zeug zusammensuche? Wenn du auch nur die geringste Spur von ihm findest, schenke ich dir mein Rezept für Heilbandagen. Würdest du das für mich tun? Na klar doch. Wo ist Juno? Du weißt ja, wie es läuft. Eine Hand wäscht die andere. Okay, seit ein paar Tagen ist Juno verschwunden. Einer unserer Jungs. Er wollte zu den Funkturmen nordöstlich von hier. Bitte mach dich auf die Suche nach ihm. Wenn du eine Spur von ihm findest, schenke ich dir mein Rezept für Heilbandagen. Das war quasi das, was du... Viel Glück. Hoffentlich geht es ihm gut. Was du ja auch noch gesagt hast. Danke, danke. Du noch was? Hey, Fremder. Deine Waffe da wird dir keine besonders große Hilfe sein. Ich könnte dir was Besseres besorgen. Hilf uns. Dann gebe ich dir eine richtige Wumme. Kann sein, dass ich mir die Waffe jetzt umsonst gekauft habe? Unser Funkturm auf dem Hügel funktioniert nicht mehr. Jemand muss ihn reparieren. Wahrscheinlich nur falsch justiert. Reparier ihn, dann schenke ich dir eine Schrotflinte. Abgemacht? Ah, gut, das ist ja schon mal in Ordnung. Gut, hey Fremder, die Waffe da wird dir keine besonders große Hilfe sein. Ja, wenn du wieder einen Schuss kriegst, genau. Viel Glück. Dürfte kein Problem für dich sein. Ja, wird schon werden, denke ich. Vielleicht finden wir da ja auch noch Juno. Oder Juno. Na gut, dann soll es aber auch für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.